Dad sagte immer, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Astronomen und Astronauten. Manche gucken auf die Sterne, andere schwimmen darin. Er sah aus wie eine jüngere, bessere Version von mir. Du glaubst mir nicht. Das ist eine durchgeknallte Story, Cam. Tony, hast du den Samstagmorgenslot an eine andere Show vergeben? Sie wollen einen anderen Host. Kent Armstrong. Unfassbar, dass Sie überhaupt noch auf den Beinen stehen können. Also, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da sprechen. Ist wie meine Antithese oder sowas. Was? So eine alte Russenrakete ist direkt aus dem Weltraum gefallen und direkt in unseren Garten gestürzt. Willkommen in Fairview Heights. Glauben Sie, dass das nur Zufall ist, dass das alles jetzt passiert? Sie sind Wissenschaftler. Was könnte es sonst sein? Kann ich Sie sehen? Sicher. Komm mit. Wenn schon dieser ganze Schrott hier so rumliegt, könnten Sie sich doch Ihre eigene Rakete bauen. Das ist nicht so einfach. Na, vielleicht doch. Wir wollten immer was Außergewöhnliches tun, was Fantastisches. Was ist daraus geworden? Scheinbar bin ich die Einzige hier, die noch in der Lage ist, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Das haben Sie in einem Monat gebaut? Ja. Ich mach gleich einen Triebwerkstest. Bist du dabei? 3, 2, 1. Was? Moment. Einstein kam auf die Relativitätstheorie mit 26. Schicksalhafte Bestimmung und so. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Gar nicht mal so einfach. Wieso redest du dir das ständig ein? Was tust du da? Etwas Fantastisches. Die Aussicht hier oben ist wirklich großartig, Cal. Nun, öffne deine Augen. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Bereitet euch auf eine unvergessliche filmische Reise vor, denn Linoleum, das All und All das, erobert ab dem 15. Februar 2024 die Kinos und zeigt uns, wie großartig das Leben sein kann, wenn wir den Mut haben, unseren Träumen zu folgen. Dieses außergewöhnliche Drama, angereichert mit einer Prise Sci-Fi und Komödie, wurde von Regisseur und Drehbuchautor Colin West geschaffen. Und es ist wirklich eine Geschichte, die unter die Haut geht. Der Film erzählt die Geschichte von Cameron, einem leidenschaftlichen, aber erfolglosen Wissenschaftler, der in einer tiefen Midlife-Crisis steckt. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als eine abgestürzte Raumkapsel in seinem Garten landet. Dieses Ereignis entfacht in Cameron den lange verloren geglaubten Traum, Astronaut zu werden. Er beginnt, in seiner Garage eine Mondrakete zu bauen und was folgt, ist eine skurrile und emotional packende Reise, die das Publikum auf eine Achterbahn der Gefühle mitnimmt. Jim Gaffigan, bekannt für seine vielschichtigen Rollen, brilliert in einer Doppelrolle, die seine unglaubliche Bandbreite als Schauspieler zeigt. An seiner Seite sehen wir die talentierte Rhea Seehorn und Tony Shalhoub, die ihre Charaktere mit einer Tiefe und Echtheit darstellen, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Caitlin Naken und Gabriel Rush vervollständigen das fantastische Ensemble und bringen ihre eigenen, einzigartigen Nuancen in diese fesselnde Geschichte ein. Linoleum, das All und All das, ist nicht nur eine visuell beeindruckende Darstellung, sondern auch ein tiefgründiger Kommentar über das Leben, die Liebe und die unermüdliche Suche nach dem Sinn. Colin West hat es geschafft, eine Welt zu erschaffen, die gleichzeitig bizarr und zutiefst menschlich ist. Die Kameraarbeit von Ed Wu fängt jede Emotion mit atemberaubender Schönheit ein und lässt die Zuschauer in eine Welt eintauchen, die gleichzeitig vertraut und wunderbar fremd ist. Dieser Film ist ein Muss für alle, die bereit sind, sich auf eine Reise einzulassen, die das Herz berührt und den Geist anregt. Linoleum, das All und All das, ist eine Ode an die Unvorhersehbarkeit des Lebens und die unendlichen Möglichkeiten, die uns offenstehen, wenn wir bereit sind, die Sterne zu erreichen. Also, markiert den 15. Februar 2024 in euren Kalendern und lasst euch diese außergewöhnliche Geschichte nicht entgehen. Wir sehen uns im Kino am 15. Februar 2024.